Verpackung ist nicht nur für Balsen, sondern insgesamt, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Es ist eines der unterschätztesten Kommunikationstools, die es gibt. Verpackung ist langlebig bekannt. Viele Leute glauben, sie wüssten alles. Aber ich glaube, es lohnt sich sehr stark, sehr intensiv, sich mit der Materie mal zu befassen. Verpackung ist nicht nur Form und Haptik. Verpackung ist so viel mehr. Und ich glaube, da kann man so viele Sachen gewinnen und so viele Sachen falsch machen, dass man doch sich sehr intensiv damit beschäftigen müsste und vielleicht auch noch viel, viel mehr als mit anderen Themen, die im Moment gern mal als Sau durchs Dorf getragen werden. Ja, der Pech Kitchen Summit ist eine gut organisierte Veranstaltung in einem sehr schönen Ambiente, die es uns ermöglicht, als Müsli, als Marke, ganz viele verschiedene Leute aus dem Bereich Verpackungen kennenzulernen und mit ganz vielen Experten Austausch zu starten, auch Diskussionen zu starten, wie Verpackungen zukünftig aufgebaut sein sollen beim Thema Nachhaltigkeit, beim Thema Kundenerfahrung. Und deshalb ist es für uns eine sehr, sehr wertvolle Veranstaltung. Ich bin zum Packaging Summit gekommen, weil ich die Gelegenheit nicht vorübergehen lassen konnte, zu 80 Experten und Verantwortlichen der Verpackungsindustrie über das Thema Nachhaltigkeit und das Problem unserer Plastikabfälle sprechen wollte. Ich glaube, wir müssen zusammenarbeiten, um neue Lösungen zu finden, die bestehenden Kreisläufe zu schließen und an Alternativen zu arbeiten, damit wir in Zukunft mehr biobasierte Kunststoffe anbieten können, die nicht in Konkurrenz zu Lebensmitteln stehen. Ich bin hier, weil wir uns sehr mit dem Thema Nachhaltigkeit, nachhaltige Verpackung beschäftigen. Und ich wünsche mir von diesem Kongress neue Ideen und Fragestellungen beantwortet zu bekommen. Ohne dass wir bereit sind, etwas mehr zu bezahlen, gibt es keine Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit und Digitalisierung, das waren die beiden Kernthemen unseres ersten Packaging Summits hier in München. Unsere Referenten hatten tolle Themen mitgebracht, die im Anschluss an die Vorträge zu lebhaften Diskussionen führten.